Was ist los? Zum Abschluss für heute möchten wir Ihnen den Kunstmaler Siegfried Glos vorstellen. Seit vielen Jahren widmet er sich der Kölner Stadtgeschichte in Wort und Bild und weiß so manche Anekdote zu erzählen, die vielleicht auch Sie überraschen wird. Hier sind wir am Filzengraben, Filzengrabentor. Am Filzengraben saßen die Filzerer, die also Filzkleidung gemacht haben, die brauchten Wasser, viel Wasser. Das ist also ein Teil des Baches, der oben am Bachtor reinkommt, der hier in den Rhein fließt. Hier sieht man Überhanghäuser genannt. Also die Leute bauten damals relativ regellos und wenn einer zu weit in die Straße baute, musste er unter Umständen mehr Steuern bezahlen. Es ritt also jemand mit einer Stange durch die Stadt, um zu sehen, wie weit die Häuser in die Straße gebaut waren. Und um das zu vermeiden, hat man halt diese Überhänge gebaut. Und das nahm solche Ausmaße an, dass der Rat tatsächlich überlegt hat, jetzt eine Luftsteuer zu nehmen. Ist aber die einzige Steuer, die damals in Köln nicht durchgekommen ist. Und wenn der Überhang zu groß wurde, baute man hier so kleine Säulchen darunter. Die nannte man Stiepen, Stiepe, so kleine Säule aus dem Lateinischen. Und ich habe als Kind noch so ein St. Martinslied gesungen, so hier wohnt ein reicher Mann. Und wenn er nichts geben wollte, haben wir mir gebrüllt, dat Hus, dat steht ob Stippe, der Düvel sollet wippe. Das war dann hier an diesen Teufel, an diesen Seuchen musste der rütteln, damit dieser Knieskopf dann merkte, dass er uns nichts gegeben hat. So, das Wort. Bis zum nächsten Mal.